Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Werden sich die syrischen Oppositionellen denken, die ja auf einen Militärschlag gegen Assad gehofft haben. Aber die schiere Angst vor den unabsehbaren Folgen haben die USA und ihre Verbündeten wohl vor einem solchen Schlag abschrecken lassen. Zufrieden mit den letzten Tagen dürfte nur Wladimir Putin sein und natürlich Assad. Obama in der Klemme. Eine Chance für die Diplomatie. Liebe Zuschauer, heute das Thema der Phoenix-Runde, zu der ich Sie ganz herzlich begrüße. Meine Gäste hier im Studio, Margarete Klein, Stiftung Wissenschaft und Politik, Expertin für russische Außen- und Sicherheitspolitik und deswegen im Moment natürlich auch sehr gefragt. Andrew B. Dennison ist bei uns, Publizist und Direktor des Forschungsverbundes Transatlantic Networks, Amerikaner und lange, schon seit langem wohnhaft in Deutschland. Sadiq al-Musli ist Zahnarzt, lebt und arbeitet in Braunschweig. Sie sind Syrer und Mitglied des oppositionellen syrischen Nationalrats. Und schließlich Thomas Nehls, langjähriger ARD-Hörfunkkorrespondent in den Vereinigten Staaten und auch außen- und sicherheitspolitischer Experte. Herr Dennison, vor 14 Tagen haben wir zu diesem Thema schon mal eine Sendung gemacht. Da ging es vor allen Dingen um David Cameron, der ja da recht kühn vorgeprescht ist in der Öffentlichkeit, recht zackig war und dann vom eigenen Parlament zurückgepfiffen worden ist. Ich habe damals die Frage gestellt, ist der als Tiger gesprungen und als Bettvorleger gelandet? Trifft das jetzt auch auf Obama zu? Hat er den gleichen Fehler gemacht? Ich sehe das nicht als Fehler. Natürlich, die Ereignisse, die zwingen einem zum Handeln, auch wenn jede Option furchtbar ist. Aber Obama zögerte ja sehr, diese Entscheidung selbst zu treffen und hat im Nachhinein das Logische gemacht. Die Macht geteilt, die Verantwortung geteilt mit dem Kongress. Das hat ihm eine gewisse Zeit gewonnen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass er Glück gehabt hat, dass eine diplomatische Lösung eventuell vorsteht. Und diese Möglichkeit hat er ja in seiner Rede gestern Abend erwähnt. Eine Rede, die mehr über die Grenzen amerikanischer Macht gesagt hat, als über die Möglichkeiten. Er hat sein Volk nicht gewonnen für einen Krieg, aber er ist sehr dankbar, denke ich, dass er das nicht machen muss. Aber er hat auch noch mal unterstrichen, manchmal ist es nur eine militärische Drohung, die die politischen Verhältnisse ändern kann. Sehen denn die Russen das ähnlich? Man hat ja das Gefühl, wenn man Obama in den letzten Tagen beobachtet hat, die Amerikaner haben sich irgendwie blamiert. Die Russen haben sich taktisch versiert verhalten. Herrscht da jetzt große Begeisterung über die Fehler der Amerikaner und das eigene Vermögen in Russland? In Russland wird das schon als großer Erfolg gesehen, was jetzt passiert ist eigentlich. Es ist eine Chance für die russische Seite zu zeigen, dass man mehr hat als bloß Verhinderungsmacht, was man bisher hatte. Man hatte alles im UN-Sicherheitsrat blockiert. Jetzt zum ersten Mal kann man sich als Gestaltungsmacht darstellen. Das ist natürlich ein Imagegewinn für die russische Seite. Und man hat zunächst eigentlich mal das Worst-Case-Szenario für die russische Seite abgewendet. Das heißt eine Militärintervention ohne UN-Sicherheitsratsmandat und damit auch ohne Zustimmung Russlands. Und das ist was in Russland als großer Erfolg dargestellt wird. Was daraus letztendlich wird, aus dieser Initiative, das muss ich ja noch zeigen, das ist ja ein erster Aufschlag, der erstmal mit großen Implementierungsproblemen verbunden ist. Und was dann letztendlich als Erfolg am Schluss rauskommt, wird sich noch zeigen müssen. Und wohin sich das bewegt, soll ja auch Thema der Sendung sein. Für die syrische Opposition befürchtet die jetzt, dass quasi ohne diesen Militärschlag der Bürgerkrieg erst recht weitergeht im Land und an Grausamkeit vielleicht noch zunimmt? Sie haben sehr gut eröffnet eigentlich. Besser hätte ich es auch gar nicht sagen können. Danke, danke. Die syrische Opposition ist wirklich enttäuscht über die Antwort der Weltgemeinschaft schon die ganzen letzten Monate und Jahre. Assad nimmt diese Signale der Weltgemeinschaft als ein grünes Licht, macht weiter wie bisher. Hunderttausende von Menschen sind nun mal getötet. Wenn wir über einen Chemieangriff sprechen, vergisst man die 150.000 Tote, die vom Vor mit konventionellen Waffen. Wir als Opposition sehen das sehr skeptisch, was jetzt passiert. Das ist einfach ein Zeitgewinn für die Russen, für Assad. Militärschlag, Druck hin oder her. Jeden Tag kostet uns das 100 Menschenleben. Und wir sehen das sehr, sehr skeptisch. Lass uns vielleicht auch kurz nach Deutschland gucken.
Das Thema Syrien hat ja eine innen- und außenpolitische Komponente. Das hat auch viel mit dem Bundestagswahlkampf zu tun. Da können die Parteien jetzt beruhigt sein. Das wird wahrscheinlich kein großes Thema mehr werden, nachdem der Militärschlag ja erstmal auf längere Zeit wahrscheinlich auf Eis gelegt ist. Trotzdem muss die Bundesrepublik ja in der Außenpolitik, in der Syrien-Frage Farbe bekennen. Und danach sieht es im Moment ja eigentlich nicht aus. Man kann den Kurs fortsetzen, der in Berlin seit geraumer Zeit praktiziert wird, gerade gegenüber Syrien, aber auch schon vorher in Libyen. Duck and cover, also vornehmer ausgedrückt ist das so die Low-Key-Position, die der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik auch ja schon seit Jahren nachgesagt wird, nicht erst seit der schwarz-gelben Koalition. Aber Sie haben völlig recht, das wird noch dauern, bis zum 22. September allemal. Andererseits ist inhaltlich die Position gar nicht so verkehrt, denn warum soll man nicht auf eine politische Lösung setzen? Man muss ja nicht gleich den Negativstempel des Gutmenschen. Kann man sagen, dass Angela Merkel sich in St. Petersburg jetzt ganz im Nachhinein ganz clever verhalten hat? Sie hat ja erstmal die Unterschrift verweigert. Das war ja quasi eine Unterschriftenaktion quasi für einen unmittelbar bevorstehenden Militärschlag. Es ist schon aberwitzig bisweilen, wie sehr sich abwarten, aussitzen oder wie immer man diese Tätigkeit nennt, bisweilen zu lohnen scheint. In der Tat wird in 2-3 Tagen keiner mehr über den Zeitpunkt der Unterschrift und über die Gedanken, die zwischen den Unterschriften der anderen und der Deutschen gelegen haben mögen, resonieren, sondern es ist halt so. Aber insgesamt würde ich doch meinen, dass also der Fortgang der Dinge, anders als Sie es bedauern, der merkelschen Position und auch der von Herrn Westerwelle, dem eigentlich zuständigen Außenminister, entgegenkommt. Weil möglicherweise ja vielleicht sogar 2 Chancen da drin stecken. Einmal wirklich die einer politischen Lösung, die Sie nicht sehen. Das ist bedauerlich. Aber meine Frage wäre wieder Ihnen gegenüber, wer ist eigentlich die syrische Opposition? Und die andere, das Nebenprodukt im Grunde dieses Verlaufes könnte, aber da sind Sie die Fachfrau, eine amerikanisch-russische Wiederbelebung sein. Vielleicht ist ja sogar alles abgesprochen gewesen, aber ich will hier in die Sendung keine Verschwörungstheorie reintragen. Aber ich nehme das jetzt gerne auf. War es denn abgesprochen? Also irgendwie vor einer Woche sah alles noch nach einem Militärschlag aus. Wir hatten uns schon überlegt, bei der Programmplanung kommt er jetzt Sonntag oder vielleicht erst am Montag. Und plötzlich ist alles ganz anders. Hat da jemand plötzlich eine Idee gehabt oder haben Amerikaner und Russen im letzten Moment gesagt, also wegen Assad lassen wir uns nicht in einen Konflikt reinziehen, den wir am Ende gar nicht mehr beherrschen können? Also selbst die NSA weiß wahrscheinlich nicht, ob es abgesprochen war oder nicht. Aber was wir wissen, ist, dass viele Ideen schon im Gespräch waren. New York Times berichtete davon, dass diese Idee, C-Waffenarsenal überzugeben an internationale Behörde, schon im letzten Jahr diskutiert worden ist. Aber ich denke, die politischen Verhältnisse haben sich geändert. Erstens ist es schwieriger geworden, für Putin zu sagen, dass Assad diesen Angriff nicht gemacht hat. Zweitens, obwohl der amerikanische Kongress vielleicht dagegen stimmen würde, die militärische Drohkulisse sah ziemlich ernst aus. Und drittens, nach G20 kam ein sogenanntes G20-Statement, wo Deutschlands Unterschrift in der Tat nicht drauf war. Aber wenn ich Obama unterstütze, wenn er zum Kongress geht, kann ich sagen, Europas stärkste Macht kann auch warten, bis in Vilnius die EU in Übereinstimmung, in Einstimmigkeit eine Erklärung unterschreibt, die ganz stark Assad vorwirft, diese Waffen eingesetzt zu haben und eine starke Reaktion fordert, was mehr politischen Druck, denke ich, auch Putin und Assad gestellt hat, sodass Putin, denke ich, viel Druck auf Assad gestellt hat, einen großen Kompromiss, eine Konzession zu machen. War das ein abgekartetes Spiel, sagen wir es mal ganz, dass die Russen zwar so jetzt darstellen, wir haben uns da richtig verhalten, wir haben die Amerikaner davon abgebracht, zuzuschlagen, das auf eine internationale, auf eine globale, auf eine Verständigungsebene zu hieven, weil es aber in Wirklichkeit eine Absprache gab, so nach dem Motto, die rutscht irgendwie bei einer Pressekonferenz was raus und ich rufe dann sofort in Damaskus an. Naja, da wird jetzt viel drüber spekuliert. Das möchte ja jeder wahrscheinlich die Urheberschaft von dieser Idee für sich reklamieren. Das ist ja auch was jeder gerne hätte.
die Möglichkeit in dieser Sache besteht doch, dass die Blockaden, die im russisch-amerikanischen Verhältnis bestehen, jetzt vielleicht auch in anderen Bereichen überwunden werden können. Denn in den letzten Jahren oder in den letzten Monaten ist es ja wirklich fast in jedem Bereich nicht vorangegangen. Raketenabwehr beispielsweise, Syrien eben auch. Und die Frage wäre, ob es aus dieser Sache jetzt heraus sogar positive Spillover-Effekte in anderen Bereichen gibt, dass die Blockaden überwunden werden können. Das heißt aber, dann fühlen sich die Syrer und der Kampf Assad gegen die Opposition quasi instrumentalisiert von den Großmächten, die über die Syrer hinweg oder mit Hilfe der Syrer oder mit der syrischen Krise als Vehikel sich in vielen anderen Fragen verständigen und Annäherung vielleicht auf Kosten der Syrer machen. Diese These wurde schon öfter in den Raum gestellt. Ich sage mal so, als es angefangen hat, als die Bevölkerung angefangen hat, gegen Assad zu demonstrieren, waren die Ziele klar. Sie wollten die Freiheit haben, sie wollten demokratische Rechte, sie wollten frei wählen können und auch sie wollten die Freiheit haben von den Geheimdiensten, die Assad kontrolliert hat und die Bevölkerung kontrolliert haben. Ich sage so, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass Syrien mittlerweile ein Feld für die Weltpolitik geworden ist. Und wir als syrische Opposition, als syrische Bevölkerung auch, müssen jetzt schauen, wo unsere Interessen fühlen mit anderen. Sie sich missbraucht? Wir werden uns missbraucht fühlen, wenn man nicht wirklich mit uns mitzieht in bestimmten Feldern zusammen. Schon in der Lage, wir fühlen uns manchmal schon enttäuscht auch. Und, aber letztendlich, wir als Syrer haben unser Ziel, unsere Entscheidung getroffen. Wir werden auf jeden Fall Assad stürzen. Das ist das, was die syrische Bevölkerung will. Dieser politische Weg dahin, da gibt es dann viele Phasen, die wir durchgehen. Teilweise fühlen wir uns missbraucht, teilweise fühlen wir uns aber im Recht und wir werden mit unserem Verbündeten arbeiten. Aber der Weg dahin arbeiten. Ist ja nicht nur... Ich gehe nur mal ganz kurz auf diese Sache noch mal kurz zurück. Wer ist denn die syrische Opposition? Die syrische Opposition in sich, die politische Opposition, die auch zum Teil im Ausland und im Inland arbeitet, sind, ich kann nicht sagen, Vertreter der syrischen Bevölkerung, aber irgendwie sprechen sie auch für die Ziele der Revolution. Und so arbeiten wir auch zusammen. Wir haben übrigens niemals eine politische Lösung komplett ausgeschlagen. Wir haben nur gesagt, eine politische Lösung soll die Ziele erreichen, nämlich dass Assad abgesetzt wird, dass wir diese Geheimdienste reformiert haben, komplett reformiert haben, damit wir das Vertrauen haben und Möglichkeit haben, dann eine transparente Wahlen dann durchzuführen. Herr Musli, die Frage der syrischen Opposition, wie das politisch aussieht im Land, kommen wir noch dazu. Vielleicht noch mal zu den außenpolitischen Aspekten. Ich habe heute irgendwo gehört, einer hat gesagt, es ging gar nicht mal so sehr um die Chemiewaffen. Die Kalaschnikow ist das Massenvernichtungsmittel in Syrien. Über 100.000 Menschen sind umgekommen. Das syrische Volk ertrinkt, ersäuft im eigenen Blut. Hätte schon allein die Tatsache, was in diesem Land vor sich geht, dieser grausame Bürgerkrieg, nicht längst auch ohne Giftgas die wichtigen Großmächte auf den Plan rufen müssen, das auch möglicherweise mit einer militärischen Intervention zu beenden? Völlig haben Sie recht. Und das hat Herr Al-Bussi ja auch angedeutet. Denkt nicht nur an die 1.300 oder waren es nur 600, ist ja fast eine zynische Herabsetzung, Opfer des Giftgaseinsatzes, sondern wirklich an die 130.000, wenn nicht mehr Opfer, die allerdings ja nicht nur auf das Assad-Konto gehen, sondern auch auf das eben dieser rivalisierenden, inzwischen schon rivalisierenden Opposition. Und wenn ich an Al-Qaida, Teile davon sind ja Al-Qaida zuzurechnen, denke, dann ist denen sicherlich auch das Leben nicht allzu viel wert, derer, die sie treffen. Ja, und deshalb bin ich ja so ratlos, gerade mit Blick auf diese mir sich nicht erschließende Opposition, dass die mehr nach Waffen als nach Vermittlung ruft. Sie haben nichts gegen den Verhandlungen, aber sie haben selber gerade die schon wieder erschwert mit Bedingungen, die sie setzen. Ja, dann kann ich gleich das Verhandeln lassen. Dann ist es ja fast wie zwischen Israelis und Palästinensern. Deshalb rührt sich da auch nichts, weil jede Seite ständig Bedingungen stellt. Das ist vielleicht, weil wir das Regime besser kennen als alle anderen auf dieser Welt. Und wir haben bis jetzt niemals das Vertrauen gewinnen können zu diesem Regime. Wir gehen in Jahrzehnte zurück und wir sehen, wie dieses Regime immer mit seinen Oppositionellen auch umgegangen ist. Es ist nicht so eine Frage, dass man sagt, ich möchte jetzt nur Waffen und ich möchte nur kämpfen. Wir sind nicht dafür und wir wollten von vornherein auch niemals kämpfen. 8 Monate lang, das hat Assad selbst sogar gesagt in seiner öffentlichen Rede, sind die Menschen auf die Straße friedlich gegangen. Man hat auf sie trotzdem geschossen. Nur
wir als Opposition, irgendwo müssen wir auch unsere Leute und unsere Bevölkerung, die ja auch gewissermaßen auf uns teilweise hört, ich kann nicht sagen 100%, aber teilweise hört, dann auch etwas vermitteln können. Und wenn ich nur irgendeine Lösung, die vielleicht durchführbar ist, vermitteln will, dann hört keiner auf mich. Die Frage mit den Al-Qaida und mit den extremistischen Gruppierungen, die kam ja erst nach Monaten, weil die Weltgemeinschaft auch nicht eingegriffen hat, weil die Weltgemeinschaft nicht interveniert hat. Trotzdem muss man auch sagen, es ist sowas von übertrieben, zahlenmäßig. Es ist absolut übertrieben in den Medien. Nochmal, vielleicht ganz kurz zur Rolle Russlands. Russland hat sich ja jetzt erst bewegt, als es um den mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz ging. Man hätte ja schon viel früher eigentlich Assad in den Arm fallen können. Was bringt Russland dazu? Welche Interessen hat Russland, dass in Syrien möglichst alles beim Alten bleibt? Es ist viel spekuliert worden, dass es um ökonomische Interessen geht. Syrien ist ein wichtiger Waffenkunde, oder um militärische Interessen. Der einzige Marinestützpunkt Russlands außerhalb des postsowjetischen Raums ist in Syrien. Das, glaube ich, sind nicht die Punkte, die entscheidend sind, denn das hätte man auch mit der Opposition klären können. Der zweite Punkt, der in Russland oft genannt wird, ist, es geht um sicherheitspolitische Fragen, nämlich darum, dass man glaubt, dass durch den Sturz Assads Islamisten, Terroristen an die Macht kommen und dass es dann vielleicht auch Verbindungen Richtung Tschetschenien und dem fragilen Nordkaukasus gibt. Das mag vielleicht an manchen Punkten stimmen, aber ich glaube, das kann die russische Haltung auch nicht erklären. Kann man sagen, dass Russland möglicherweise sich von den Vorgängen in Syrien, auch von dem islamischen Terrorismus viel mehr bedroht fühlen muss als zum Beispiel die USA? Die russische Bedrohungsvorstellung ist da schon größer. Man hat einfach dieses Problem im eigenen Nordkaukasus. Die Zahlen schwanken, wie viele nordkaukasische Kämpfer in Syrien aktiv sind. Da gibt es keine gesicherten Belege. Aber ich glaube, das ist auch nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist, für Russland geht es darum, dass die Vorstellungen der internationalen Ordnung, die man vertritt, Nichteinmischungsrecht, also Nichteinmischungsgebot ins Innere, Nichtanwendung von militärischer Gewalt und wenn dann nur unter UN-Sicherheitsratsmandat, dass die gewahrt werden. Schutzverantwortung fällt ja schon viel, viel kleiner aus auf russischer Seite. Und es ist eine Frage der regionalen Machtbalance. Wen hat denn Russland sonst noch in der Region als quasi Verbündeten? Das ist eigentlich nur Syrien unter Assad und ein bisschen die Frage Iran, ist ja, aber das ist wesentlich schwieriger. Ob die Vereinigten Staaten möglicherweise am Nahen Osten jetzt immer mehr das Interesse verlieren. Dass das auch eine Art Motivation war für das Verhalten von Obama, dass man sagt, da ist sowieso nichts zu regeln. Es ist unglaublich weit weg, die Bevölkerung interessiert sich nicht dafür. Kostet eine Menge Geld, so ein Krieg. Immer wieder von Neuem müssen wir eingreifen. Beabsichtigen die Amerikaner vielleicht so mittelfristig, sich da vielleicht sogar zurückzuziehen und zu sagen, also, ja, also nicht mehr unser Bier? Man muss mal denken. 9.11. in Deutschland ist Mauerfall. 9.11. in Amerika ist 9/11. Das heute. Ist heute. Das heute. Und das hat Amerika rausgeschickt in die Welt. Hat uns Angst eingejagt. Aber auch Einheit hat uns rausgeschickt, um die Quellen von Al-Qaida in Afghanistan zu beseitigen. Und dann auch noch der Massenvernichtungswaffe im Nahen Osten, nämlich Regime Saddam Hussein, diese zu beseitigen. In der Meinung, mit militärischer Macht könnten wir die demokratischen Wünsche einer Bevölkerung befriedigen. Ist nicht so gegangen. Dieser Zahn ist den Amerikanern gezogen. Und wenn Obama gestern Abend sagt, wir können keinen Bürgerkrieg militärisch beenden, besonders nach 10 Jahren in Afghanistan und Irak, sind die Mehrheit der Amerikaner, ob Republikaner oder Demokraten, hinter ihm. Und das erklärt auch, warum, obwohl wir 100.000 Tote von Kalaschnikow gesehen haben, Amerika sehr zurückhaltend war. Wir wollten keine Verantwortung für dieses Problem haben, dass Saudi-Arabien und anderen die Rebellen unterstützt haben. Das haben wir befürwortet. Und ab März hat Obama dann eine Entscheidung im Gange gesetzt, die Rebellen offen zu bewaffnen und auszubilden. In Jordanien ganz bestimmt, wo amerikanische Soldaten und CIA sehr aktiv sind. Aber was ich auch unterstreichen möchte, ist, dass diese Idee mit Chemiewaffen, die Kerry so aus den Arm geschüttelt hat, eine Übergabe aller Chemiewaffen, das ist wirklich der Hammer, wenn man das ernst meint. Was bedeutet das, wenn man das ernst meint? Erstens bedeutet das eine Ausholung Assads Souveränität, eine demütigende Abnahme seiner Macht. Dass er sie zweitens quasi abgeben muss. Ja, weil da sind überall Inspektoren. Zweitens, wenn wir unsere Erfahrung mit Inspektoren bis jetzt erkennen, wie die angeschossen werden, heißt, wenn Inspektoren reingehen, dann gehen auch Stiefel rein, Boots on the ground und Waffen.
zum Schutz der Inspektoren. Ob das Amerikaner sind, bezweifle ich. Aber wenn man das ernst meint, dann muss man diese Leute, und das geht zum wichtigsten Punkt, wenn man das wirklich ernst meint, dann muss man diesen Bürgerkrieg beenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man die Chemiewaffenbestände von Assad beschlagnehmen kann, während dieser intensive Bürgerkrieg stattfindet, wo die Amerikaner weiterhin auch eine Seite der Bürgerkrieg bewaffnen und die Russen der andere Seite. Also ein Waffenstillstand. Und wenn wir schon einen Waffenstillstand haben, dann sollen wir nicht nur Chemiewaffeninspektoren reinschicken, sondern vor allem Flüchtlingshilfe. Denn 5 Millionen Leute sind da in Syrien nicht zugänglich zu internationalen Organisationen, die humanitäre Hilfe bieten können. Aber und das ist eine Katastrophe. Daher nicht Hoffnung verlieren. Das ist ein Weg, Konsens international zu bekommen und doch, denke ich, Assad eindeutig zu schwächen. Aber ist das ein Weg? Ich meine, die Chemiewaffen muss man ja auch erstmal finden, registrieren, auflisten, wegtransportieren, vernichten. Das ist eine Arbeit von Jahren, jetzt mal von diesen Bürgerkriegs, der Frage, dass ein Bürgerkrieg immer noch dort stattfindet, mal abgesehen. Ist das ein Weg? Wäre das über diesen Umweg Chemiewaffen kurioserweise dann doch eine Chance für den Frieden gegeben? Ja, es wäre ein im Moment klingt es noch, so toll es sich anhört, wie wishful thinking. Und ich ringe gerade danach, Ihre Antwort zu hören, ob das der Opposition recht wäre. Und lassen Sie mich eines erwähnen, es ist ja genug spekuliert worden, hat wirklich nur Assad diese Giftgasbestände oder verfügen nicht doch schon, weil es ja 50 Lagerstätten geben soll, ein paar dieser schlimmeren Oppositionellen über solche Waffen? Haben Sie sie möglicherweise schon eingesetzt? Werden Sie es tun? Es irritiert mich erheblich, dass eben Ihre Landsleute auf der Seite der Opposition wirklich so reserviert auf diese eigentlich hervorragende Wende in Richtung, nicht gleich Frieden, aber in Richtung Verhandlung, in Richtung Konfliktbeilegung reagieren. Das wundert mich schon. Und ich wünsche, was Andrew Dennison gesagt hat, jeden Erfolg der Welt. Wir sind der Meinung auch, dass jetzt damit auch eine neue Phase der syrischen Revolution angefangen hat. Nur man muss auch verstehen, dass die Leute so sehr eingestellt waren auf diesen Militärschlag, der sie endlich befreit hat. Und dadurch, also die Medien haben schon hoch genug dafür spekuliert und gearbeitet. Und das braucht ein bisschen Zeit, bis die Leute wieder mehr politisch in diese Richtung denken können. Sehen Sie denn nur eine militärische Lösung des Konflikts? Wir sehen das nicht nur eine militärische Lösung. Wir Sieg sehen oder nur Niederlage? Letztendlich wird es eine politische Lösung. Aber die Frage ist, wie komme ich zu dieser politischen Lösung? Komme ich zu dieser politischen Lösung, in dem dann Assad am Ende bleibt, ist das die Lösung? Ist das definitiv die falsche Lösung? Und das ist nicht das, was die syrische Bevölkerung akzeptieren wird, denn die werden dann auch nicht mehr zurückgehen. Die Sache mit dem chemischen Waffen und dass man Inspektoren reinschickt und so. Heute früh war ich in einem Gespräch mit einigen Oppositionellen. Wir haben genau die Richtung auch eingeschlagen. Wir haben gesagt, das ist ein Anfang in einer Richtung, die vielleicht erstmal verschlossen war, aber dass Assad überhaupt zugegeben hat, dass er chemische Waffen hat und dass er sie eingesetzt hat, das ist allein schon ein Schritt nach vorne. Wir können auf jeden Fall ein Türchen aufgemacht haben. Und ich weiß aber nicht, ob die Hindernispolitik der Russen überhaupt vielleicht aufhören wird, weil ich glaube, im Weltsicherheitsrat werden sie noch mal Veto einlegen, wenn es wirklich unter dem 7. Artikel dann auch. Jetzt müssen ja die Russen auch Farbe bekennen, denn sie haben ja gesagt, sie wollen sich auf Assad einwirken und daran beteiligen, dass diese Chemiewaffen beschlagnahmt werden. Wie ist dieser Bürgerkrieg denn zu beenden? Die Inspektoren, die dann kommen, sind ja erst der nächste Schritt. Erst muss das Land einigermaßen befriedet sein. Es muss zumindest einen Waffenstillstand geben. Wie soll das aussehen bei einer heterogenen Opposition, wo von bürgerlichen, christlichen Schichten in Libyen bis hin zu Al-Qaida-Kämpfern alles vertreten ist, ein Regime, das sich an die Macht klammert und vor nichts zurückschreckt. Wie soll dieser Konflikt beendet werden? Wenn man jetzt erstmal die Frage der Opposition, verfügen sie über Chemiewaffen? Meine Information, nein, verfügen sie nicht. Sie haben nicht die Logistik, Chemiewaffen zu verarbeiten. Sie haben nicht die Art und Weise und haben nicht das Know-how, um das einzusetzen. Das ist das eine. Das andere, der Ort, wo diese Chemiewaffen eingesetzt worden ist, das ist die natürliche Schutzumgebung der Freien Syrischen Armee. Da sind die Familien, die Verwandten, die eigenen Häuser. Es kann nicht sein, dass diese Leute gegen ihre eigenen Kinder, gegen ihre eigene Familien dann diese Waffen einsetzen, um eine Antwort der Weltgemeinschaft zu provozieren. Das ist einfach nicht logisch. Dann hätten sie es vielleicht woanders eingesetzt, nämlich da, wo die Anhänger Assad sind. Wie kann man diesen Bürgerkrieg beenden? Für mich ist es kein Bürgerkrieg, hat sich zu einem Krieg entwickelt, durchaus, aber es ist
nach wie vor, die Luftherrschaft ist bei Assad und das gilt auszuschalten. Wenn wir das ausschalten, wenn wir die Oppositionellen auf dem Boden wirklich mit Waffen versorgen, die auch qualitativ hochwertig sind, die auch gegen Panzer und gegen diese Luftwaffe gehen können, dann werden sie sehen, dass diese Rebellen oder Revolutionäre sehr schnell in Damaskus sind. Die sind jetzt schon in Damaskus und das ist einer der Gründe, warum Assad das eingesetzt hat. Frieden schaffen mit immer mehr Waffen. Die Frage ist natürlich, wo die herkommen sollen. Dann hätten wir die libysche Situation und dann macht sich der Pulk, der diesen Krieg anheizt und weiterführt als Helfer aus aller Welt, nicht nur Saudi-Arabien finanziert, wirklich selbstständig, eigenmächtig und dann hat Russland abermals recht zu sagen, das ist doch wohl nie im Mandat der Vereinten Nationen enthalten gewesen. Nun, bis heute wird das gesagt, dass das Killing, die Beihilfe zum Killing von Gaddafi nie vorgesehen war. Nun werden wir nicht in bittere Tränen ausbrechen, weil das passiert ist. Aber vorgesehen war es nicht. An wen soll man sich denn richten? An wem soll man sich orientieren? Auf wen sich verlassen, wenn nicht an das mächtigste Gremium der Staatengemeinschaft? Und das ist nun mal der Sicherheitsrat. Ich bin auch gegen das Vetorecht der 5 Permanent Members, weiß Gott, weil da alles zementiert wird, was immer sich bewegen könnte. Aber es ist nun mal da, dann soll die Vollversammlung es aushebeln. Aber das ist der 5. Schritt vor dem 1. Nur warten Sie länger, dann wird die Situation noch komplizierter. Welches das ist das Problem. Welches Interesse hat denn Russland an dem Fortgang der Ereignisse, auch an dem Fortgang des Krieges? Oder kann Russland sogar seinen Einfluss geltend machen, dass es da demnächst zum Frieden kommen kann? Ich glaube nicht, dass Russland einen direkten Einfluss auf Assad hat im Sinne von, ich sage dir jetzt hier, muss das und das gemacht werden. Aber ich glaube, es ist ein indirekter Einfluss dahingehend, wenn Russland diese Schutzmachtrolle abgeben würde, dann würde sich eine Absatzbewegung vielleicht innerhalb des syrischen Regimes ergeben oder erleichtert werden von den Leuten, die ohnehin schon skeptisch sind. Das ist das, was die russische Seite hier leisten könnte, denn im Moment macht sie immer noch die Schutzmachtrolle. Auch wenn sie sagt, dass schwere Waffensysteme, Luftabwehrsysteme nicht mehr geliefert werden oder zumindest die Verträge suspendiert werden. Aber Putin hat ja angekündigt, falls diese politische Lösung nicht kommen würde und es einen Militärschlag gäbe der Amerikaner, dann würde man diese Systeme liefern. Und das wäre dann natürlich schon wieder ein weiterer Schritt der Eskalation. Schauen wir vielleicht mal auf ein Land, das in dieser Region auch liegt, den Iran, ein Verbündeter Syriens, von dem jetzt aber plötzlich ganz andere Töne kommen seit dem Regime. Das ist ja kein Regimewechsel, ein Regierungswechsel war es, ein neuer Präsident, ein neuer Außenminister, die ja Verständigungssignale nach Westen schicken, sogar gegenüber Israel dort zum Nationalfeiertag gratuliert haben oder zu einem religiösen Feiertag den Holocaust nicht mehr leugnen. Hat der Iran da auch erkannt, dass diese bedingungslose Solidarität mit Assad in die Sackgasse führt? Können wir ja hoffen. Ich denke, in Iran gibt es unterschiedliche Meinungen. Sie wissen, dass ihr System nicht nachhaltig ist, dass sie eine Jugend haben, die was ganz anderes wollen. Eine sehr gebildete, aber doch sehr frustrierte Jugend. Eine Möglichkeit, Gesicht zu gewinnen im Nahen Osten als Partner in einen Friedensprozess, ich denke, das ist etwas, was man Iran anbieten soll. Auf der anderen Seite, wenn der Iran der Meinung ist, es versuchte bis zum Ende Assad zu unterstützen und könnte ihnen trotzdem nicht helfen, ist es für den peinlicher, als wenn sie sozusagen Teil der Friedenslösung, der sowieso kommen müsste, sind. Und das Gleiche gilt natürlich für Russland, die verständlicherweise in Europa und sonst wo in der Welt ein Vetomacht haben möchte. Manchmal bekommt es diese Vetomacht, manchmal nicht. Ich denke an Kosovo 1999. Kein Einvernehmen im UNO-Sicherheitsrat, NATO bombardiert, trotzdem 78 Tage. Jelzin aus Moskau unterstützt Milosevic so lange. Am Ende sagte Milosevic, ich kann Ihnen nicht mehr helfen. Und dann hat Milosevic den Tuch eingeworfen. Also die Möglichkeit, dass Russland auch Teil einer Friedenslösung ist, vielleicht sogar den Nobel-Friedenspreis damit gewinnt, der Herr Putin, dafür wird der Herr Obama sehr dankbar sein. Aber wenn diese Chemiewaffenangebot nicht zustande kommt, dann wird Amerika, wenn nicht aus der Luft, dann wenigstens die Bodentruppen der getrauten und ausfiltrierten Opposition weiter unterstützen, bewaffen, Aufklärung anbieten, in der Gedanke, dass es ja in Syrien jede Menge Al-Qaida gibt und Salafisten aller Farbe und Gangsters und Kriminellen auch. Aber wenn wir uns raushalten,
sind sie stärker geworden. Und jetzt, denke ich, meinen viele, wenn wir bewaffnete Freunde in Syrien haben, auch vielleicht Teil von Assads Regime, aber natürlich auch Teile von der Opposition, die wir trauen, dann ist es einfacher, gegen den Salafisten ja die, vorzugehen, wie die Sunnis gegen die Al-Qaida in Irak. Früher sind im Irak von den Amerikanern Gruppierungen bewaffnet worden, in Afghanistan auch. Und eines Tages haben die amerikanischen Soldaten genau in diese Gewehrläufe geguckt. Ist das nicht eine gefährliche... Ja, nee, der Awakening. Denke an Al-Qaida in Irak, der Tod von Zarqawi und so. Al-Qaida war brutaler als die Amerikaner in Sunni-Irak. Und irgendwann haben die Sunnis gesagt, wir wollen Al-Qaida rausschmeißen, also, wir gehen mit den Amerikanern. Von den Sunniten. Und das erwarte ich von Syrien auch. Und das ist das, worauf wir als Opposition, als Syrer eigentlich setzen. Unsere Bevölkerung ist in der Lage, solche extremistische Gruppierungen einfach abzusondern und nicht irgendwie in Syrien zu lassen. Und das ist die syrische Bevölkerung. Die syrische Bevölkerung hat seit Jahrhunderten zusammengelebt, niemals diese Probleme, die auch das Assad-Regime propagierte als Beschützer der Minderheiten. Das stimmt gar nicht. Abgesehen davon, dass Minderheiten auch sehr gut vertreten sind in der Opposition. Ich möchte sehr ungern, dass diese ganze Geschichte, in dieser ganzen Diskussion, ein Kampf gegen Al-Qaida oder extremistische Gruppierungen wird. Und man vergisst wirklich, dass tagtäglich noch Assad-Regime weiterhin bombardiert, weiterhin noch Syrer sterben. Wir können das beenden, indem wir einfach auch wirklich gezielt diese Gruppierungen, die uns gut besonnen oder wohlbesonnen sind, unterstützen. Und das ist in der Lage, die Geheimdienste sind was in der sind Lage. Was sind das für Gruppierungen? Das sind einfach normale Syrer, die Freie Syrische Armee beispielsweise. Die Freie Syrische Armee ist eine Gruppierung bzw. eine Ansammlung von mehreren Gruppierungen, die einfach ein freies Syrien wollen. Die anderen Gruppierungen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, teilweise... Ja, aber soll das ein Gottesstaat werden, eher ein westlich-liberaler Staat? Es soll ein ziviler Staat, ein demokratischer Staat mit transparenten und freien Wahlen werden. Und das ist auch das, wozu sich diese Gruppierungen verpflichtet haben. Das kennt in Syrien aber niemand. Eine solche Erfahrung hat dieses Land noch nie gemacht in seiner ganzen Geschichte. Aber dann fangen wir an, das zu machen. Wenn wir die ganze Zeit Genf ist ja seit 2012 auf den Tisch. Man liest diese Kommuniqué über was in Syrien passieren soll. Es sieht aus, als ob die Schweiz am Ende passieren soll. Ja, Demokratie, Schutz für Menschenrechte, Schutz für Frauen, Schutz für Minderheiten, allerlei. Aber letztendlich in diese Richtung zu gehen, eine demokratische Stadt, eine Genfer Lösung, ist das, was Sie suchen? Die Genfer Lösung, die wir, wenn Sie jetzt Genf 1 ansprechen, die war so unklar, dass man nicht wusste, ob Assad wegkommt, ob wie man mit den Geheimdiensten umgehen wird. Und das sind zwei sehr wichtige Ziele der syrischen Revolution. Man muss diese Sachen klären, bevor irgendeine politische Lösung wirklich instande kommt, weil die Syrer werden nichts anderes akzeptieren. Die Prinzipien, wozu wir uns auch verpflichtet haben, und das ist das, wofür die Syrer stehen, Demokratie, freie Wahlen, gleiche Rechte für alle, dass alle vor dem Gesetz gleich sind, egal welche ethnische Zugehörigkeit, egal welche religiöse oder politische Zugehörigkeit. Das ist für uns einfach verbindlich. Nur ich kann nicht damit anfangen, wenn ich noch immer bombardiert werde aus der Luft. Ja. Lassen Sie mich noch mal eine Konfliktlinie noch nachfragen. Ist das auch ein Krieg, der in der islamischen Welt ja an allen Ecken und Enden jetzt aufflackert, zwischen Schiiten und Sunniten, der da stattfindet? In Syrien? Ein religiöser Konflikt? Das ist ein innerislamischer Konflikt? Das ist es definitiv nicht. Das kann ich sagen von meinen Quellen, die ich kenne, von meinem Wissen über Syrien. Das ist es definitiv nicht. Und der beste Beweis dafür ist, dass die Syrer auch jetzt zusammen miteinander auskommen. Ich weiß, dass die Syrer demonstriert haben, Christen haben aus der Moschee demonstriert, weil sie nicht alleine rausgehen konnten, sind sie zusammen mit den Muslimen rausgegangen in der großen Ansammlung. Die Syrer halten viel mehr, als die Welt wirklich glaubt. Thomas Nils. Dann ist alles falsch übersetzt worden, was ich noch im Herbst im Libanon gehört habe. Von einerseits Schiiten, von Hisbollah-Leuten und andererseits von Sunniten mit Blick auf Syrien. Dass die natürlich sich die Hände gerieben haben, jeder für sich, nicht etwa, dass ich sie an einem Tisch hätte sitzen sehen, um eben zu gewinnen. Und sie waren dankbar, Sie können sich vorstellen, wer von diesen lupenreinen demokratischen Staaten wie Saudi-Arabien und ein bisschen auch Katar finanziert zu werden. Ihnen nehme ich es persönlich mehr als ab, aber Sie haben auch 25 Jahre jetzt hier nun schon gelebt.
und wissen, was Demokratie bedeutet. Diese Ziele, die Sie gerade proklamiert haben, nehme ich Ihnen ab, aber nicht den Syrern schlechthin, weil sonst hätten Sie sich wirklich andere Finanziers für diesen grausamen Krieg auch von Seiten der Opposition aussuchen müssen und nicht gerade Saudi-Arabien. Nur diese Ziele sind nicht meine eigenen Ziele, diese Ziele sind von den Leuten aus Syrien direkt. Und das, was Sie mit Hezbollah und den Sunniten in Libanon ausgesprochen haben, das ist das Ziel Assads gewesen von vornherein. Und Iran hat auch ein mieses Spiel damit gespielt. Sie wollten einfach der Weltgemeinschaft zeigen, wenn ihr gegen Assad noch weiterhin vorgeht, dann wird das ein Flächenbrand werden. Und deswegen haben sie die Milizen von Hezbollah auch bewegt. In der Hoffnung, dass die Welt plötzlich wach wird. Das ist aber nicht der Fall. Das ist nach hinten losgegangen, nämlich, dass man auch gesehen hat, dass es in Libanon auch eine Gruppe der Sunniten bzw. auch der libanesischen Bevölkerung sich bewegt hat. Aber der Konflikt ist niemals Schiite gegen Sunnit. Vielleicht und das wird nur projiziert nach außen, weil es einfacher ist, in den Medien zu erklären. Ich befürchte nur, dass eben viele auch ihrer Gesinnungsleute in der Opposition, so zersplittert die sein mögen, auch missbraucht werden, Stellvertreterkrieg führen für die, die wirklich die Vormacht haben wollen. Ich glaube, es geht bei diesem ja auch schon so apostrophierten Stellvertreterkrieg eben darum, dass nun nicht mehr Assad eine gewisse Vormachtstellung haben soll bzw. anzustreben vermag, sondern Saudi-Arabien. Das fürchtet sicherlich wiederum auch Russland. Und warum soll Amerika da nun nach einem auf Lügen aufgebauten Krieg im Irak nun abermals, glücklicherweise ist Obama auf einem anderen Kurs, die Vormachtstellung behalten oder erhalten mittels Saudi-Arabien? Es sind dieses, glaube ich, nicht mehr die Zeichen, die Welt dort in dieser Kante der Erde neu zu organisieren. Lass die UNO ran, aber mit Regeln, mit fairen Regeln und wirklich über Verhandlungen. Gut, da müssen auch alle mitmachen. Da müssen ja auch alle mitmachen. Wenn man sich die Situation jetzt in Syrien ansieht, ein heterogenes Land, was die religiöse, die ethnischen Zustände angeht, das war ja schon immer etwas fragil durch einen autoritär regierten Zentralstaat bisher zusammengehalten. Jetzt ein Bürgerkrieg, der viel Hass auch sät. Kann es sein, dass die Lösung eigentlich nur noch darin besteht, dass Syrien in lauter kleine Staaten zerfällt? Ich hoffe mal, dass das nicht die Lösung sein wird. Die gezwungene. Die Frage ist wirklich, was ist mit diesem Genf-2-Prozess? Also kann das parallel zu dieser Chemiewaffenfrage jetzt die Lösung sein? Denn diese Vereinbarung. Sagen Sie ganz kurz, was Genf-2? Genf-2 ist eigentlich diese politische Lösung zwischen Opposition und Regime, wobei unklar ist, wer auf Seiten auch des Regimes und auf Seiten der Opposition an den Verhandlungen teilnehmen soll. Das ist ja der große Knackpunkt. Und die russische Seite und die amerikanische würden dann sozusagen jeweils auf die Opposition oder die Regierung Einfluss nehmen, um dort dementsprechend dann auch hinzusenden. Diese Chemiewaffenfrage ist ja nur ein Punkt in diesem ganzen Puzzle. Das kann eine Möglichkeit sein, um so ein Fenster zu öffnen, von dem Sie ja gesprochen hatten. Aber die politische Lösung muss ja dann die begleitende eigentlich sein. Denn letztendlich geht es ja auch, was Sie gesagt hatten, nur wenn auch tatsächlich so etwas wie ein Waffenstillstand durchgesetzt wird. Sonst kann man die ganzen internationalen Beobachter ja dort gar nicht hin entsenden. Und sowas muss vorher politisch vereinbart werden. Und das wäre dann natürlich jetzt die große Herausforderung. Ist denn die Lösung im jugoslawischen Bürgerkrieg vielleicht ein Vorbild? Bild. Da gibt es ja bis jetzt eine Befriedung, selbst wenn da noch nicht alle versöhnt sind. Das wird auch noch lange dauern. Aber der Preis war ja auch der Zerfall des alten Staates. Es gibt jetzt 4 oder 5 souveräne Staaten. 2 sind ja schon Mitglied der Europäischen Union. Orientiert man sich auch an diesem Friedensprozess so ein bisschen, wie das gehen könnte? Ich denke schon. Ja, Bosnien, 3 Kriegsparteien, unheimlich kompliziert. Allerlei Nachbarn haben da mitgemischt. Am Ende irgendwie hat man es doch besser gemacht. Ist kein Himmel auf Erde. Und das wird auch in diesem armen Land Syrien nicht sein. Es wird uns lange Zeit plagen. Aber ich denke, wir müssen auch erkennen, eine politische Lösung muss die militärischen Verhältnisse auf dem Boden spiegeln. Sonst ist es nicht nachhaltig. Und die politische Lösung, die Assad will, will die Opposition nicht. Und jetzt versuchen viele, das zu ändern. Ich denke, langfristig hat Assad nicht die Chance, ob er aufgibt und in eine Enklave geht oder in Asyl geht und ein Einheitsregime aufgebaut wird. Das steht noch offen. Ja, also es ist sicher in allen Interesse,
dass man in diesem Land eine liberale Entwicklung unterstützen kann. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber wenn wir rausbleiben, wie in den letzten zwei Jahren, eine weitere Eskalation, die andere Länder reinbringen können und die auch diese sunnitisch-schiitische Mythologie von Bürgerkrieg seit Jahr 700 auch auffeuern können. Das heißt also, Syrien nicht allein lassen, sondern den Druck, auch eine Drohkulisse aufrechterhalten, damit man sie sozusagen zur Vernunft und zum Frieden zwingt? Ja, selbstverständlich. Sonst hätte ja diese Responsibility to Protect, also diese neue Richtungsvision, sage ich mal, weil es ja noch nicht umgesetzt wurde, des Sicherheitsrats, nie zu Papier gebracht werden müssen. Also man muss reagieren. Wenn am Montag, werden wir es ja wissen, alle Welt sagt, am Montag liegen die Berichte vor, der Inspekteure der Vereinten Nationen, wer nun wie viel und wen ins Visier genommen hat. Aber spielt das noch eine Rolle, selbst wenn jetzt doch, klar ist, dass glaube, es war? Der UNO mit man Verlaub hat ja gesagt, wenn die jetzt bereit sind, die Chimärwaffen rauszurücken, dann gibt es trotz der Schuldfrage des Regimes eben erstmal keinen Militärschlag. Ja, klar, aber für die Chronik ist es schon wichtig, dieses Schwarz auf Weiß zu sehen. Wer nun wirklich was gemacht hat und da vertraue ich, weil sich ja auch dann herausgestellt hat, mit Stichwort nochmal Irak, dass eben auch die Inspekteure recht hatten und nicht die Vereinigten Staaten. Entschuldigung, Andrew, da mit Ihren Behauptungen weder die Geheimdienste noch irgendwelche Experten haben die Wahrheit gesagt, sondern dann letztlich doch Hans Blix, damals der Chef der Inspekteure bei der UNO. Ich wollte nur nachschieben noch, der Balkan-Vergleich, hervorragend. Nur, da ging es eben nicht um das, was ich so bedauere als Nummer eins, als Präferenz in dieser Krise, um die Vorherrschaft. Wer wollte im Balkan die Vorherrschaft haben von den Großen? Eigentlich keiner. Die waren beide, die Russen und die anderen, zufrieden, ein bisschen Einfluss zu behalten und Befriedung feststellen zu können. Und jetzt ist Russland sicherlich stärker in Belgrad engagiert, dafür die Vereinigten war Staaten damals und Europa auch schon die Schutzmacht in Zagreb der Serben gewesen. Ja. Aber insofern kann man schon Teilrezepturen aus der Balkankrise sicherlich übertragen, wenn Leute wie Sie mitmachen. Ja. Darf ich ganz kurz mal wegen der Rolle Russlands. Man unterstellt den Amerikanern ja oft, sie würden die UNO gar nicht so richtig ernst nehmen und dann doch lieber auf eigene Rechnung arbeiten. Täten das die Russen auch lieber? Ich denke, sie suchen schon eine Stärkung des UN-Sicherheitsrates einfach aus der Position der Schwäche heraus. Was haben Sie denn sonst eigentlich großartig? Wobei die russische Haltung ja in vielen Dingen nicht konsistent ist, sondern oftmals ambivalent ist. Zum Beispiel im Georgienkrieg hat man das Nichteinmischungsgebot ja eben gebrochen, sondern hat mit der Schutzverantwortung eben Responsibility to Protect argumentiert, was man jetzt wieder ablehnt. Also diese russische Argumentation ist immer auf zwei verschiedenen sogenannten Theatern eigentlich zu sehen, also in unterschiedlichen Regionen. Global möchte man Nichteinmischungsgebot, Souveränitätsrechte, aber im eigenen Einflussbereich möchte man sehr stark der eigene Integrationspol sein, der eben all diese Dinge auch brechen kann. Von dem her, auf der globalen Ebene möchten die Russen natürlich den UN-Sicherheitsrat gestärkt sehen, einfach weil es ihnen entgegenkommt. Aber Russland ist eher inkonsequent in dieser Haltung, was jetzt die Rolle von Selbstbestimmung, Freiheit angeht und eben auch der Rolle eines anerkannten Gremiums wie des UN-Sicherheitsrates, der ja letztendlich für Ausgleich und Frieden sorgen soll. Auf der internationalen Ebene, wenn man aus dem eigenen Einflussbereich des postsowjetischen Raums rauskommt, da ist man konsistent. Da möchte man wirklich dieses Nichteinmischungsgebot haben. Und ich glaube auch, der Vergleich mit Ex-Jugoslawien hinkt ein bisschen dahingehend, dass die russische Haltung sich auch verändert hat. Der Libyen-Einsatz war ein Schock für die russische Seite, dass so ein Mandat, dem man zugestimmt hat, indem man sich enthalten hat, so breit ausgelegt worden ist. Und die russische Linie seit Libyen ist, dieses Szenario werden wir nicht mehr zulassen. Wenn also jetzt eine Militärintervention kommt, ohne Zustimmung des UN-Sicherheitsrates, kann ich mir im Moment nicht vorstellen, dass die russische Seite tatsächlich dann auch sich diplomatisch involvieren wird und Druck auf Assad ausüben wird. Aber hat die UNO überhaupt diese Macht, das letztendlich dann durchzusetzen? Nur wenn es Einvernehmen gibt. Wie Libyen. Und natürlich, ich meine, hätte NATO nicht Gaddafis Regierung beseitigt, wäre Libyen eine Katastrophe, ein Bürgerkrieg wie in Syrien. Wären die Russen vielleicht zufrieden? Im Nachhinein können die klagen. Ich kann verstehen, dass sie da ein Vetorecht haben wollen. Kann auch verstehen, dass die Polen sagen, die sollen keine Raketenabwehr aufbauen. Ja, aber wir müssen an dieser Stelle, glaube ich, nun gab es allerdings auch die Diktatoren, die dann doch freiwillig ins Exil gegangen sind. Alle Mitglieder der Weltgemeinschaft haben jetzt aus ihren Fehlern in den letzten Jahrzehnten gelernt und jetzt wird es auf dem Rücken der
Syrer ausgetragen. Gut, also wir, aber man kann ja auch noch lernen und dann das Richtige machen. Das müssen wir genau beobachten. Dieses Thema wird uns auch weiter beschäftigen. Vielen Dank fürs Gespräch, liebe Zuschauer. Morgen in der Phoenix-Runde geht es um Innenpolitik, um die bevorstehenden Landtagswahlen in Bayern, in Hessen und natürlich dann auch am 22. im Bund. Wir wollen über verschiedene Aspekte dieses Wahlkampfes und was da mit wem zusammenhängt, genauer diskutieren morgen in der Phoenix-Runde. Liebe Zuschauer, aber bleiben Sie bei uns.